Hallo, schön, dass ihr wieder da seid. Heute sind wir nochmal in der Villa und zwar auf viele, viele Anfragen über WhatsApp oder Facebook wurde ich gefragt, haben die nur Luxus-Suites oder so? Nein, haben sie nicht. Deswegen nochmal dieser kurze Film zur Information. Es gibt hier 4 Kategorien von Zimmer. Die gucken wir uns jetzt mal an. Den netten Garten und so kennt ihr ja alle schon aus dem Film 5 und 4. Wir schauen uns heute mal die Zimmer an. Dann kommt mal mit. Hier haben wir mal Kategorie 1. Normalerweise liegen hier alles Blumen und Handtücher und so. Aber ich habe gesagt, brauchen wir heute mal nicht, weil es sind ja keine Gäste da. Hier dann nochmal Kategorie 1, bloß mit einem anderen Bett. So, haben wir hier noch Zimmer 3 und am Dach. Aber keine Angst, es ist nicht zu warm. Überall Aircondition. Sind dann noch Dusche und Toilette. Und hier das gleiche nochmal spiegelverkehrt. So, jetzt haben wir noch die Kategorie Eleganz. Davon gibt es 3 Stück. Ich habe ihn vorhin auch missverstanden. Also es gibt hier keine 4 Kategorien, sondern 3. Das ist jetzt die zweite. Heißt Kategorie Eleganz. Und es gibt sie auch mit Außendusche. Und hier kommen dann noch die anderen Zimmer in der Kategorie Eleganz. Wir befinden uns jetzt auch im ersten Stock, natürlich auch mit Balkon. Und ein schöner großer Wandschrank. War in dem anderen auch drin. Haben wir noch eins exklusiv. Hier im ersten Stock waren das jetzt die Zimmer. Jetzt zeige ich euch noch, was dazugehört, was ihr auch nutzen könnt. Könnt ihr hier ein bisschen Büroarbeit machen. Gemütlich ein schönes Schach spielen. Oder in Bücher schmökern. Ihr könnt aber auch gemütlich eine Shisha rauchen auf dem Balkon. Mit diesem Blick. Oder euch in dem Bereich massieren lassen. Und jetzt die letzte Kategorie, Luxury. Also Luxus pur. Einige von euch kennen diese Zimmer ja schon. Da waren ich und Barbara. Heute seht ihr es mal ohne Fischauge-Optik.
ein riesengroßer Wandschrank und der Schminktisch, kennt ihr auch schon aus hier, aus dem Film 5. Und dann noch das Badezimmer. Toilette, Wandschrank, hallo? So, das waren die drei Zimmerkategorien. Ich schub's jetzt mal in den Pool. Und hier natürlich auch das Restaurant, wo es lecker Essen und Frühstück gibt. So, ich hoffe, euch hat der kleine Eindruck gefallen. Wir setzen in die Kanalbeschreibung auch einen Link von der Villa. Könnt ihr dann direkt kontaktieren und darauf die Webseite gehen. Da seht ihr noch viele Fotos, auch von oben Ansicht und. Habt Spaß und ich würde mich freuen, wenn ihr herkommt.